Willkommen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Heute sprechen wir über den Joule-Thomson-Effekt, über den Effekt, dass man bei Drosselung eines Gases eine Temperaturänderung erreicht. Das ist ein Effekt, den man nur bei nicht idealen Gasen messen kann und der auch in der Regel nur recht klein ist. Es geht um Folgendes. Wir haben ein Gas unter hohem Druck und lassen es durch eine Düse laufen, sodass es zu niedrigem Druck entspannt wird. Und bei diesem Prozess ändert sich in der Regel die Temperatur. Der Druck wird geringer beim Drosseln, die Temperatur wird entweder geringer oder höher. Ob die Temperatur und in welche Richtung sie sich ändert, hängt von der sogenannten Inversionstemperatur des Gases ab. Und die Größe der Änderung wird durch den Joule-Thomson-Koeffizient, μ Joule-Thomson, beschrieben, den man aus den van der Waalschen Größen A und B abschätzen kann. Der Joule-Thomson-Koeffizient sagt, wie sich die Temperatur ändert, wenn sich der Druck ändert. Meistens hat man eine Abkühlung, weil die meisten Gase eine Inversionstemperatur haben, die deutlich oberhalb von Raumtemperatur liegen. Kohlendioxid zum Beispiel kühlt sich bei Raumtemperatur auf jeden Fall ab, wenn wir es drosseln. Wir wollen eine Übungsaufgabe rechnen, in der gefragt wird, wie stark wir Kohlendioxid drosseln müssen, damit es sich auf 250 Kelvin von Raumtemperatur beginnt abkühlt. Wir rechnen zunächst den Joule-Thomson-Koeffizienten aus oder schätzen ihn zumindest ab. Nach der Gleichung 2a durch RT minus b durch CPM. A und b sind die van der Waalschen Konstanten, die für jedes Gas individuell unterschiedlich sind. A ein Maß für die Wechselwirkung zwischen den Teilchen, b ein Maß für die Größe der Teilchen. R ist die Gaskonstante, T ist die Temperatur in Kelvin und CPM ist die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck. Sie sehen, dass dieser Koeffizient sich mit der Temperatur ändert und wir haben jetzt das Problem, dass wir eine andere Anfangs- als eine Endtemperatur haben. Wir wählen einfach eine mittlere Temperatur, um den mittleren Joule-Thomson-Koeffizient zu berechnen. Wir nehmen 275 Kelvin, setzen die Größen für A und B ein in SI-Einheiten, die molare Wärmekapazität von Kohlendioxid setzen wir auch mit einem Mittelwert ein, 37 Joule pro Mol von Kelvin. Und erhalten dann einen sehr kleinen Wert als Joule-Thomson-Koeffizient, 8 mal 10 hoch minus 6 Kelvin durch Pascal. Was bedeutet dieser Wert? Zunächst mal, das positive Vorzeichen sagt uns, dass das Gas sich abkühlt bei Drosselung. Positives Vorzeichen heißt, wir erniedrigen den Druck und wir erniedrigen auch die Temperatur. Beides in gleicher Richtung. Die 10 hoch minus 6 Kelvin bedeuten, oder die 10 hoch minus 6 bedeuten, dass wir nur eine sehr kleine Temperaturänderung erhalten, wenn wir um 1 Pascal das Gas drosseln. Aber 1 Pascal ist ja auch ein sehr kleiner Druck. Wenn wir auf Kelvin pro Bar umrechnen, erhalten wir eine Änderung der Temperatur von 0,8 Kelvin pro Bar. Ich drossele um 1 Bar, etwa von 2 Bar auf 1 Bar, ich erhalte eine Temperaturabnahme von 0,8 Kelvin. Wenn ich eine Temperaturabnahme haben will von 50 Kelvin, muss ich entsprechend stärker drosseln. Ich kann einfach die Gleichung für die Definition von μ umstellen nach Delta P. Und erhalte Delta P ist ungefähr Delta T durch μ. Delta T ist minus 50. μ, die Zahl, die ich eben eingesetzt habe, aufgerechnet habe. Ich erhalte dann einen Druckunterschied von 6 mal 10 hoch 6 Pascal. Minus bedeutet, ich muss den Druck erniedrigen. 6 mal 10 hoch 6 bedeutet, das sind etwa 62 Bar. Ich muss den Druck um 62 Bar erniedrigen. Wenn ich bei 1 Bar als Enddruck ankommen soll, brauche ich also 63 Bar als Anfang.